Liebe Zuschauer, es ist wieder Mittwoch und damit Zeit für eine neue Folge DOZ News. Herzlich willkommen. Im mittelhessischen Limburg-Weilburg-Kreis alarmierten Anwohner am Samstagmorgen die Polizei, weil sie das Klagen eines Kitzes hörten. Ein 87 Jahre alter Herr hatte das Tier in seinem Garten gesehen und wollte es vom Grundstück schaffen, sagte dieser gegenüber der Polizei aus. Dafür fesselte er das Jungtier mit einem Draht und schliff es dann in Richtung seines Hauses. Zum Glück waren die Beamten rechtzeitig vor Ort und konnten das verletzte Kitz befreien. Der Rentner muss sich jetzt einem Strafverfahren wegen Tierquälerei aussetzen. Am vergangenen Freitag war ein 58-jähriger Jäger in einem Wald im Burgenland in Österreich unterwegs. Er befand sich gerade auf dem Weg zum Hochsitz, als er von Hornissen angegriffen und gestochen wurde. Berichten der österreichischen Kronenzeitung zufolge habe der Mann noch eigenständig per Handy Hilfe gerufen. Als die Rettungskräfte dann vor Ort ankamen, war der verletzte Jäger jedoch nicht mehr bei Bewusstsein. Per Hubschrauber wurde er umgehend in das Krankenhaus Güssing gebracht, wo er bedauerlicherweise noch am selben Tag seinen Verletzungen erlag. In Anklam in Mecklenburg-Vorpommern trafen sich unter anderem Vertreter der Kreisjagdverbände, des Landesjagdverbandes sowie Politiker der Bundes- und Landespolitik, des Agrarausschusses zum ersten Jägerstammtisch. Unter anderem ging es um politische Hilfestellung mit Fokus auf Wolf und Biber. Der Landesjagdverband fordert, dass Wolf und Biber ins Landesjagdrecht aufgenommen werden. Die Veranstalter sind insgesamt zufrieden und sehen auch ohne konkrete Ergebnisse eine deutlich verbesserte Kommunikation zwischen Jägern und Politik. Ein weiteres Treffen zur konkreten Novellierung des Landesjagdgesetzes soll voraussichtlich noch zum Ende dieses Jahres stattfinden. Um die Karnisfluh, einen Berg in Österreich, kommt es seit letzter Woche zu heftigen Diskussionen. Grund war die Mission zweier deutscher Jungjäger, eine Steinbockjagd zu dokumentieren. Dabei kam es zu fragwürdigen Abläufen, die jetzt in einem Verwaltungsstrafverfahren gipfeln werden. Die Jagd auf die Steingeiß war dabei nicht das Problem, vielmehr der respektlose Umgang mit dem seit 2020 unter Landschaftsschutz stehenden Bergmassiv. Besonders kontrovers waren dabei mehrere Drohnenflüge und die Bergung des erlegten Steinwildes ins Tal mit Hilfe eines Hubschraubers. Diese Flüge unter 300 Meter sind in Schutzgebieten generell untersagt. Mit welcher Strafe zu rechnen ist, ist bislang noch unklar. Der vormalige Umwelt- und jetzige Innenminister des Saarlandes, Reinhold Joost von der SPD, wurde auf dem Saarländischen Jägertag mit der silbernen Verdienstmedaille der Jäger des Saarlandes ausgezeichnet. Joost war es während seiner Amtszeit gelungen, die unterschiedlichen Interessen von Jägern, Forstleuten, Landwirten und weiteren Landnutzern zu befrieden und einen Weg zu begehen, mit dem sämtliche Seiten leben können. Sein Rezept für diesen zweifellos beispielhaften Erfolg lautet: nicht über, sondern miteinander reden und Scheuklappen ablegen. Ja, und mit dieser Weisheit endet auch die heutige Newsfolge. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Weidmannsheil.